In der letzten Zeit wurde ich sehr, sehr oft gefragt, wie hast du eigentlich fürs Abi gelernt? Wie hast du im Studium gelernt? Hast du eine spezielle Methode angewandt? Hast du alleine oder in der Gruppe gelernt? Wie kommt man da am besten voran? Wie bleibt es am besten hängen? Und da habe ich mir gedacht, dazu mache ich doch mal ein Video zum Thema Lernen, Lernen. Viel Spaß dabei! Das klingt jetzt erstmal total absurd zu lernen, lernen, und für mich war das am Anfang auch ziemlich absurd. Denn in unserem Studium gab es sogar eine Vorlesung zu diesem Thema. Da wurde einem von einem Professor erklärt, wie ich denn zu lernen habe, damit ich besser bin im Studium, damit es besser hängen bleibt und so weiter und so fort. Der hat da vorne gestanden und ganz tolle Studien uns vorgetragen und vorgelesen und ganz viele Statistiken. Wenn man zum Beispiel etwas liest, dann bleibt es zu 10% hängen. Wenn man etwas hört, zu 20%. Wenn man etwas schreibt, bleibt es zu 30% hängen. Und so weiter. Bis zum Schluss, da war der Punkt, wenn man etwas selbst tut oder etwas selbst erklärt, das bleibt dann auch zu 90% hängen. Und das war auch ganz einleuchtend und eine ganz nette Vorlesung, aber ich bin da rausgegangen, war so schlau wie vorher, denn immer noch hatte ich Schwierigkeiten zu lernen und immer noch kam ich irgendwie nicht gut vorwärts. Und immer hatte ich das Gefühl, dass ich nicht optimal und nicht effektiv genug lerne. Und es war ziemlich verstörend am Anfang, weil gerade das Studium, der Studienbeginn ist ziemlich heftig mit Anatomie und mit vielen Dingen, wo man einfach auswendig lernen muss. Und ich habe da wirklich erst nach einem halben Jahr gelernt, wirklich für mich zu lernen. Und das ist genau der Stichpunkt, für dich lernen. Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Mensch kann gleich gut lernen, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, in der Gruppe zu lernen oder alleine zu lernen. Es gibt Leute, die lernen ausschließlich nachts. Da hatte ich ganz viele Kommilitonen. Für mich war das ausgeschlossen. Für mich musste morgens um 8 Uhr der Wecker klingeln und dann musste ich eine halbe Stunde später mich vorbereiten mit Kaffee und allem drum und dran und musste mich abschotten und ich konnte wirklich nur alleine sehr gut lernen. Das war also etwas, was ich erst lernen musste. Du musst für dich den Weg finden und da ist mein großer Tipp: Probier alles mal aus. Probier wirklich aus, am Anfang auch mal in der Gruppe zu lernen. Man kriegt dann so ein bisschen raus, wie die anderen lernen, wie die vorgehen, haben die eigene Zettel, schreiben die sich alles vom Buch quasi ab und lernen dabei schon, machen die sich kleine Karteikarten, die sie durchgehen oder lesen sie wirklich nur aus dem Buch, haben sie vielleicht auch irgendwelche iPods dabei oder Handys, wo sie dann irgendwas drüber hören. Das war etwas, was ich alles ausprobiert habe. Ich bin joggen gegangen mit Stöpsel im Ohr, ich habe quasi halbe Bücher abgeschrieben auf DIN A4-Zettel, schön säuberlich die wichtigsten Stichpunkte rausgesucht. Ich habe mich mit Freunden unterhalten über ein Thema und dann kam ich so langsam dahinter, wie ich wirklich am besten lernen kann. Erster Tipp ist also, versuch vor allen Dingen am Anfang des Studiums viel auszuprobieren, wie du am besten vorwärts kommst. Geh viel in die Vorlesung, um zu gucken, wie machen das die anderen und schau dir was ab und du kriegst relativ schnell raus oder spitz, wie du am besten vorwärts kommst oder was dir besonders gut taugt. Der nächste Punkt, den ich auch erst lernen musste, nicht jedes Fach gleicht dem anderen. Also es gibt Fächer, wo man viel einfach nur stupide auswendig lernen muss. Es gibt Fächer, wo man ein bisschen logisch drüber nachdenken muss, wo man sich etwas herleiten muss, wo man Zusammenhänge verstehen muss und da muss man auch verschieden rangehen. Am Anfang muss man sehr, sehr viel auswendig lernen. Gerade in den ersten Semestern mit Anatomie macht es total Sinn, sich in Gruppen abzufragen oder zu zweit abzufragen. Also, dass man nicht da alleine vor dem Buch sitzt, man verarscht sich einfach selber. Das ist wirklich so. Man lernt die Sachen gerne, die man gut kann, und man lässt die Dinge weg, die man nicht so gut kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, am Anfang auch sich mit anderen auszutauschen. Man hat dann so seine Lernbuddies, mit denen man sehr gut lernen kann, und man hat auch seine Freunde, mit denen man gerne feiern geht oder Sport macht. Das müssen nicht unbedingt dieselben Menschen sein. Mit den einen konnte ich sehr gut lernen, mit den anderen konnte ich sehr gut feiern gehen oder auch Sport machen. Das müssen nicht unbedingt immer dieselben Menschen sein. Also finde raus, mit wem du gut lernen kannst und versuch bei Fächern, wo du viel auswendig lernen musst, auch dich wirklich darauf zu konzentrieren, dass du es mit anderen machst und dich gegenseitig abfragst. Weil genau die stellen vielleicht die Fragen, die du dir selber zu Hause am Schreibtisch nicht stellen würdest. Zweiter Tipp ist also, geh jedes Fach einzeln an. Den dritten Tipp gebe ich dir mit, da habe ich ein eigenes Video schon zugedreht, das ist Disziplin lernen. Also du musst auch vor allen Dingen, wenn du jetzt die Fächer vor dir hast, in denen du vielleicht auch nicht ganz so gut bist, einfach darauf achten, dass du dich nicht irgendwie ablenken lässt, dass du sagst, okay, dieser Block am Tag ist für Lerneinheiten gedacht und nicht für irgendetwas anderes, ich lasse mich da nicht ablenken. Guck gerne nochmal das Video zum Thema Disziplin lernen, war für mich
fast das Wichtigste, mich da nicht ablenken zu lassen, nicht irgendwie nach rechts und links zu gucken oder dann doch mit dem Freund einen Kaffee trinken zu gehen, sondern mich wirklich hinzusetzen und zu lernen. Und deswegen war für mich auch gleich sicher, dass ich viel besser alleine lernen kann als mit anderen, weil ich habe mich viel zu viel ablenken lassen am Anfang. Das ging mir auch in der Schule so. Ich habe da viel mit anderen gelernt und gebüffelt. Das war nicht mein Ding, das musste ich auch erst lernen, dass für mich das Zuhause-Lernen am Schreibtisch das Beste war. Und der vierte Tipp ist ganz klar, auch Schwächen erkennen. Bei mir gab es Fächer, das war bei mir Physik und Chemie, die konnte ich einfach nicht wirklich richtig gut lernen. Also da kam ich auch nicht weiter. Bei Physik hat mir irgendwie ein gewisses Verständnis gefehlt. Da konnte ich mich noch so lange an den Tisch setzen und die Bücher durchbüffeln. Ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es zwar so ein bisschen auswendig lernen, aber das hat mir in der Klausur auch nicht groß geholfen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich es nicht selbst verstehe, muss ich es mir erklären lassen und dann so eine Art Nachhilfe holen. In der Schule hatte ich das gleiche Problem mit Mathematik. Bin ich der große Mathe-Crack gewesen. Und dann kam man halt irgendwann in eine Zeit, wo man das nicht mehr kompensieren konnte durch irgendwelche anderen Fächer. Es ging auf das Abi zu. Und dann musste ich mir einfach eingestehen, dass ich mir Nachhilfe holen musste. Und so hatte ich in Mathematik Nachhilfe. Und Mathe wurde dann tatsächlich eins der besten Fächer, weil ich einfach jede Woche einen Termin hatte, wo ich gelernt habe, wo ich nichts anderes gemacht habe als Mathe. Ich hatte jemanden, der mir das erklärt, der mir das auch gut erklärt hat. Und schon hat es gesessen. Also man muss sich dann auch eingestehen, wenn man Hilfe braucht, dass man diese auch nutzen darf. Quintessenz aus diesem Video ist auf jeden Fall, lass dich nicht verunsichern durch irgendwelche anderen Menschen, die dir sagen, wie man am besten zu lernen hat. Das heute sind auch nur meine Tipps. Ein ganz großer Tipp ist, versuche es aus, probiere verschiedene Dinge aus, geh auch bewusst an die Sache ran und sagst jetzt, okay, ich mache jetzt 2 Wochen mal Gruppenlernen, dann mache ich mal 2 Wochen komplett alleine lernen, dann gehe ich mal 2 Wochen nur in die Bibliothek, dann gehe ich mal 2 Wochen zu einem Nachhilfekurs oder was weiß ich. Probiere es wirklich bewusst aus und dann guck, was dir am besten taugt. Und als einer der größten Tipps ist, erkenne deine Schwächen, erkenne deine schlechten Fächer und auch die Fragen, die du zu einem speziellen Thema einfach nie beantworten kannst, lass dir die nochmal explizit erklären. Du wirst dich ärgern. Irgendwann sitzt du in der Klausur oder in der mündlichen Prüfung und dann kommt die Frage und du weißt ganz genau, dass du sie nicht gut kannst und denkst, hätte ich doch nur jemanden gehabt, der es mir erklärt hat oder hätte ich das noch 3 Mal mehr nachgelesen. Es ist so, manche Dinge bleiben hängen, manche nicht. Man muss sich da besonders kurz vor Klausuren und vor Prüfungen auf die Dinge konzentrieren, die man eben gar nicht so gut kann. Das musste ich dann irgendwann auch lernen und habe es auch gelernt, aber vielleicht kommst du jetzt durch die paar Tipps ein bisschen schneller auf einen Nenner. Gut, in diesem Sinne, das war das Video zum Thema Lernen. Lernen, es gibt es tatsächlich, man kann lernen, lernen und es ist auch ganz wichtig, dass man früh genug damit anfängt. In der Schule kann man schon seine Noten extrem verbessern, wenn man da den richtigen Riecher hat und die richtige Methode findet und im Studium hilft es ungemein, wenn man auch verschiedene Dinge einmal ausprobiert und sich nicht von anderen irgendwo da reinreden lässt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen, viel Spaß in der Schule und im Studium und ja, dann wird es auch was. Ciao!